Die Ente brauchen ein Mattschwarz für 1000. Kabillenkasse Exterieur für 16.500. Und innen nochmal zusätzliches Carbon für 5.000. Das Hecklogo in Glanzschwarz für 500. Das ist ein netter Bonus. Ernsthaft? Ja. Jetzt bin ich ganz sicher. Was geht ab, Leute? Heute sind wir bei Lamborghini Nürnberg am Start und werden ernst machen, denn der Revuelto wird heute, ich schätze mal, final bestellt, konfiguriert. Die haben gesagt, komm vorbei, hier bei uns gibt's einen. Und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen und schauen uns auch mal an, wie das Ganze hier ausschaut. Deswegen werden wir jetzt einfach mal reingehen und Hallo sagen. Freut mich, Daniel. Hi, servus. Grüß dich, Daniel. Hi. Freut mich. Schön, dass das hier. Boah, das ist richtig, ja. Das ist richtig Geschmack ist hier. Du richtig am Schultern hier. Herrlich. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Mega. Super cool. Bevor wir den Revuelto uns anschauen, ja. Wäre es okay, wenn wir uns ein bisschen umschauen? Guckt euch gerne um. Ja. Und ich euch ist alles zu verkaufen, was hier steht? Ja. Alles? Ja. Ja? Ja. Kannst du haben. Okay, dann schauen wir uns um, dann treffen wir uns gleich, okay? Ich danke dir, bis gleich. Der ist schon frech, ne? Lamborghini Urus in Orange. Aber ich weiß nicht, ob ich den so fühle. Muss ich sagen, hat beim STO besser ausgesehen. Ist auch nicht 1:1 die STO-Farbe. Aber es ist schon cool. Dann All Black Urus haben wir hier noch am Start. Die sind einfach generell sehr schwer zu bekommen. Also alles ausverkauft, ne? Performante ausverkauft, S ausverkauft. Da kannst du nur hoffen, dass du irgendwie noch an irgendwas rankommst. Aber es ist sehr schwer. Es ist leider sehr schwer. Aber falls jemand noch ein Performante hat, call me. Dann der STO-Spec hier. Ist mutig. Ist auf jeden Fall mutig. Hat schon was, ne? Ist sehr gewagt. Ich muss sagen, ich vermisse ihn immer, wenn ich dann so ein STO stehen sehe, dann denke ich mir so, war das vielleicht die falsche Entscheidung. Dann auch noch geil für den Sommer. Seht schon, Orange, wir haben einen Trend gesettet. Orange ist einfach jetzt die neue absolute Lambo-Farbe. Da wurde auch der Revuelto in Orange vorgestellt. Also ist eigentlich jetzt schon absoluter Trend. Kommt auch sehr, sehr geil, glaube ich, für den Sommer. Ein bisschen Cabrio fahren. Heute schlafen wir in meinem Cabrio. Herrlich. Und dann haben wir hier was. Und jetzt wird's spannend, Leute. Das hier müsste, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, exakt die Farbe sein, die ich für den Revuelto mir überlegt habe. Das ist Mattschwarz, Nero Nemesis. Aber das Geile bei diesem Mattschwarz ist, also schwarz generell kann man sich immer streiten, irgendwie gehen die Konturen unter, aber mit diesem Matt, wir sehen es hier recht schön, wie das Licht auch drauf fällt, ist es schon so, dass man wirklich noch ordentlich Konturen erkennt, dass es je nachdem, wie es Licht fällt, dass es auch wirklich relativ hell wirkt, fast schon wie so ein Dunkelgrau, meine ich so. Also es hat wirklich richtig, richtig Style, ist jetzt hier mit Glanzschwarz noch kombiniert. Können ja mal kurz aufmachen. Boah, und das ist natürlich schon auch sehr geil. Boah. Also ich habe ja bei mir am Anfang gedacht, ich traue mich nicht irgendwie innen sowas in diese Richtung zu machen. Aber wenn ich es jetzt so sehe, das ist schon sehr sexy, ey. Vielleicht müssen wir das doch überlegen, aber da werden wir mit Sicherheit auch beraten werden. Und dann schauen wir mal, was wir da am Ende nehmen. So, und hier werden wir mit Sicherheit dann gleich schauen, was es so Schönes gibt. Da sieht man jetzt verschiedenste Stoffe, die Lamborghini anzubieten hat, verschiedenste Stickungen. Ja, das ist natürlich immer schon ganz geil, wenn man einfach vor Ort sich das Ganze anschauen kann, wenn man sieht, was es so für Muster gibt. Auch sehr nice. Das ist halt einfach nochmal was anderes, wie jetzt nur klassisch der Konfigurator, wenn man einfach auch was gucken kann. Felgen auch nochmal sieht, verschiedene Lacke auch. Boah, so ein Mattlila, ne? Schon auch sehr, sehr sexy. Dann kann man auch direkt für sehr günstiges Geld sich ein Lamborghini-Täschchen mitnehmen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Einfach Lamborghini-Speaker. Crazy Sound. Noch ein paar mehr Felgen, noch ein Lamborghini-Bobby-Car. Was kostet so ein Lamborghini-Bobby-Car? Das wäre für Tobi eigentlich auch ein krasses Geschenk. Ne? Naja, und dann würde ich sagen, dann holen wir jetzt die Heidi, hocken wir uns hier hin, schauen uns an, was es gibt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Legen wir los. Alright. Dann schauen wir uns jetzt mal an, oder? Was wir hier Schönes haben. Du hast schon ein paar konfiguriert mit Kunden. Ja. Und was haben die so gewählt? Was war so bisher die Farbe, die die Leute feiern? Unterschiedlich. Am meisten finde ich, sagen die Leute, hey, dieses Orange, in dem es vorgestellt wurde, ist mega. Liebe ich ja auch. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich kann nicht schon wieder Orange nehmen, irgendwie so.
Stimmt, mal was anderes. Ja, was anderes, ja. Aber ich feiere es auch extrem, ja. Das ist, vor allem ist ein neuer Orangeton, ne? Den gab es vorher so gar nicht. Arancio Apodes genommen. Ja, sehr schön. Was hat man sonst so genommen? Was waren so für Farben dabei? Und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. War was Verrücktes dabei? Was Verrücktes, ja, was immer geht. Natürlich schwarz, metallic, matte Töne, grün, Bronze. Bronze? Ja. Gut, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, oder? Klicken wir uns mal ein bisschen durch? Ja. Zeig's mir mal, was man hier so Schönes machen kann. Und starten wir einfach mit der weißen Plattform. Ja, gerne. Also, das Ding ist, ich habe ja eine Favoritenfarbe. Du weißt es wahrscheinlich besser, wie sie heißt. Wie heißt das Mattschwarz? Nero Nemesis, ausgesucht. Ja. Ja. Da steht ja auch der Urus so. Ja, genau. Und das schaut einfach so verdammt sexy aus, finde ich. Es sieht mega aus. Ja. Sieht böse aus. Ja, es schaut böse aus. Und ich finde, es passt zu diesem Auto. Jetzt halt nur die Frage, ob man trotzdem noch überlegt, was anderes zu nehmen. Also du denkst auch, es wäre eine gute Farbe. Wenn du auf böse und Mattschwarz stehst, auf so einem Batmobil, dann ist es... Dann ist eigentlich das Rindliche, ne? Ja. Lass uns trotzdem mal so ein, zwei anschauen. Hast du irgendwelche Favoritenfarben, die du jetzt vielleicht auf dem Auto schon mal gesehen hast, die dir gefallen, so, die du... Was ich cool finde, ist Verde Hydra. Oh shit, ja. Finde ich mega. Das hat schon Stil, ne? Das hat Stil. Boah. Oh. Das ist geil. Da gibt es alle Farben jetzt quasi als Karten. So, ne? Oh, hier. Ah ja. Dein Nemesis. Genau. Natürlich kommt das Nemesis jetzt hier auf der Farbkarte nicht so gut rüber wie auf dem Auto. Ja, es kommt auf so einer Farbkarte schon wirklich sehr lieblos aus, das Ganze. Es ist schon... Mach das mal so ein bisschen nach oben, ja, dann sieht man das. Es ist schon eine coole Farbe, ja. Hast du schon mal Blau gesehen? Bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Das ist ja so ein bisschen wie Miami, das Porsche Miami Blau, ne? So. Aber ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, so eine Farbe zu rocken. Irgendwie. Können du dich draus mit den orangenen SCU zu fahren? Das ist meine Stadt, da darf ich keine. Das ist Geschmackssache, aber wenn du mich jetzt fragst, welche Kampfe ich richtig gut finde, dann finde ich diesen Grünlack richtig gut. Das ist Schmie. Hi guys, I'm Schmie. Nee, das ist nichts für mich. Also ich muss sagen, ich finde das wirklich jetzt auf der Farbkarte sehr schön. Ja. Es über eine Farbkarte so ein Auto so bestellen, finde ich wirklich sehr schwer. Ja, ist schwer. Wir machen trotzdem mal Nemesis. Nemesis. Ja, ja, das schaut schon böse aus, einfach mit den Lichtern, das Mattschwarz. Das ist schon sexy. Wollen wir deine Felgen anders machen? Wäre gut, wenn die nicht so aussehen würden wie jetzt. Ja. Also, das finde ich auf jeden Fall gut. Die Altanero ist die neue, ne? Das ist die neue. Vorne 21 Zoll, hinten 22 Zoll. Hast ja so Nero Nemesis perfekt. Ja. Das schaut schon sehr passend aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das passt perfekt. Das ist halt All Black. Das Ding ist ja beim schwarzen Auto, habe ich auch schon gesagt, das kannst du ja immer noch folieren. Wenn du jetzt mal irgendwann sagst, ey, das Schwarz ist mir jetzt irgendwie zu langweilig, dann machst du halt eine Folie drauf. Auf jeden Fall, klar. Aber so ein, aber wenn du halt so ein Auto hast und versuchst zu folieren. Schwierig. Würde auch gehen? Würde auch gehen, aber schwierig. Aber die Basis ist vielleicht hier leichter. Ja, machen wir so weiter. Finde ich gut. Den Bremssattel? Jetzt bin ich wahrscheinlich ein Langweiler, aber ich glaube, ich würde das auch schwarz machen. Schwarz? Ja. Kein Grün. Dann müsste man aber ja innen quasi die Nähte auch so machen, oder? Dann würde es matchen. Dann passt es perfekt. Weil dann ist so eine rote Linie im Auto. Eine grüne Linie. Ich glaube wirklich von außen komplett schwarz und vielleicht traue ich mich dann im Innenraum so ein bisschen in diese Weißrichtung. So wie der Urus. Ja, okay. Es gibt verschiedene Style-Pakete jetzt noch. Bei Schwarz kannst du jetzt hier K.O.-Paket matt dazu wählen. Wir kriegen heute auch Preise, oder? Ja. Das wäre wahrscheinlich auch gut zu wissen, weil wenn es jetzt 100.000 Euro Aufpreis kostet. Nein, das nicht. Aber es kommt schon, was denkst du? 100%. Ja? Nimm's mal dazu, wir schauen uns den Preis dann an. Sieht richtig gut schaut aus. Schaut so böse aus, ja. Schaut so mega böse aus. Dann gehen wir ins Interieur und kannst jetzt hier auswählen zwischen Kontrast-Color, Sportiva, Klassiker, Corsatex und einkartiges Leder. Was ich cool finde, was nicht so viele ist, wäre quasi schwarz mit der zweiten Farbe in Bianco-Leder. Ich hatte es auch so drin, ja. Aber dann habe ich es mir nicht so getraut. Ist das die Farbe, wie sie da drüben im Urus ist? Also es ist schon richtig weiß quasi, ne? Es ist schon richtig weiß. Ich gehe mal nochmal schnell zu dem Urus, ich will es nochmal einmal abgleichen. Ja. Ah ne, schau, das ist...
Das ist so ein bisschen mehr in so eine Creme-Richtung, ne? Ja, ist ein anderes Weiß. Ich glaube, ich finde die Richtung fast besser, weil das ist schon ein bisschen sehr doll weiß. Sehr hell. Ja, sehr steril. Das hat fast schon was von so einem Beige. Schon Creme. Ja, so crememäßig. Wir gucken dann mal, ob wir ein anderes Beige in der Farbpalette haben für den Revuelto. Ja. Aber du hast recht, weiß ist halt ein ganz harter Kontrast sonst zu dem schwarzen. Ja, ich weiß auch nicht. Weiß, ich sowas, ich sag, das glaube ich schon mal gesagt, das kenne ich so aus dem Tesla irgendwie. Ich finde es so ein bisschen... Like Bio. Das wollen wir nicht hören hier. Schutz feiert. Also wir sehen jetzt hier einmal die Wagenfarbe, die Lederfarbe und dann noch der Faden dazu. Es harmoniert schon sehr geil. Und es ist nicht so steril. Warte mal, das Weiß war hier, ne? Das schaut einfach ein bisschen hoch, ein bisschen edler aus. Ein bisschen smoother, ist glaube ich auch nicht so anfällig wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich so, nicht. So eine Farbe, also... Das ist eine Nuance dunkler. Ja. Und es ist sehr kontrastlich, so hart, finde ich. Das macht es ein bisschen angenehmer. Ja, finde ich auch. Ich würde auf jeden Fall die vollständigen elektrischen einstellbaren Beheizer zu nehmen. Ja. Bin ich auch gefahren. Mit Sicherheitsgurten auch. Ist auch gut. Sicherheitsgurt gesucht. Dann kannst du beim Raincoat jetzt das Corsatex auswählen, wenn dir das besser gefällt. Ja, definitiv. Ja. Ja. Ist auch angenehmer. Ja, es fühlt sich besser an. Auch das Lenkrad ist neu designt. Du hast hier am Lenkrad den Fahrmodi, du hast hier die elektrischen Einstellungen. Sehr viel, ne? Ist schon sehr wild so. Ja, ist schon anders. Crazy aus. Ja, und dann kannst du jetzt hier natürlich das Beifahrer. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Ja, mit der Aaron, wenn wir dann fahren, damit er auch sehen kann, wie schnell wir gerade fahren. Genau. Und dann hast du die Möglichkeit für einen Getränkehalter. Ich weiß nicht, ob bei dir im Auto getrunken werden darf. Nee. Und wie findest du es jetzt innen? Ich glaube, dass es geil ist. Ich glaube, dass das Auto, dadurch, dass es außen so dunkel ist und so böse, auch so einen Kontrast braucht. Also der Urus hat mich jetzt eigentlich überzeugt, das zu ändern. Dann haben wir jetzt hier schon eine Übersicht. Uff! Boah, der schaut so geil aus. Mega aus. Also Listenpreis fängt das Auto ohne alles bei 422.340 Euro an und du hast inklusive aller deine Zusätze ein 504.594 Euro. Ich muss dann mal los. Es war sehr schön heute, ne? Alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Das ist mein Netto, Donis. Ernsthaft? Ja. Jetzt bin ich ganz sicher. Holy shit. Alleine diese Nähte im Dach und in der Türtafel 1200. Ich finde aber, das geht. Es macht den Innenraum wesentlich schöner, ne? Das geht. Die Frage ist nur, was kostet das Carbon hier überall? Du hast es über die Carbon-Kasse Exterieur für 16.500. Und innen nochmal zusätzliches Carbon für 15. Und schon ist das untere Exterieur-Paket für 16.700. Also ich glaube, dass ich, also für den Preis. Es ist schon geil, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, so für das, was es am Ende bringt. Die Endrohre in Mattschwarz für 1000 und das Hecklogo in Glanzschwarz für 500. Nehmt doch die Kohle, leck mich doch am Arsch. Smartphone-Interface, 2700 Euro, damit ich mein Smartphone anschließen kann. Technologie. Ja, es ist wirklich eine absolute auf Technologie. Level. Kann jeder Toyota Prius seit 10 Jahren. Das ist so. Okay. Muss ich euch was unterschreiben heute? Oder machen wir was fest? Oder reicht euch das so? Also, ich kann dir natürlich eine Bestellung fertig machen. Ich kann dir die zuschicken und kannst dir dann nur checken zu Hause, unterschreiben und zurückschicken. So, jetzt schauen wir es uns an. Unfassbar. Das schaut so böse aus. Das ist der Endgegner, ey. Boah! Dankeschön. Ich freue mich sehr. Geil. Richtig, richtig schön. So, wir sind jetzt also auf dem Weg in die Heimat zurück. Tatsächlich am Ende doch nicht so viel anders wie ursprünglich geplant, aber ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Ich freue mich so unfassbar auf dieses Auto. Es wird crazy.
absolut verrückter Wagen. Bin sehr gespannt. Ich weiß natürlich jetzt immer noch nicht, wann das alles passieren wird. Das dauert schon ein bisschen, aber ich freue mich sehr darauf. Hoffe, ihr seid mit der Wahl so auch zufrieden. Ich weiß, beim letzten Mal haben schon ein paar gesagt, ein bisschen mehr Farbe, aber ich glaube, dass das matt-schwarz, matt-carbon, innen haben wir jetzt ja noch ein bisschen heller. Das wird schon absolut gigantisch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, aber ich denke, das Video hat euch jetzt auch überzeugt, dass das die richtige Wahl war. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao.